Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush von Wicked hinein. Zurück bei Let's Play Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Es wird nun Zeit, dass wir mit unseren ersten, ja, sagen wir es mal so, ersten Traumportal im Let's Play durchstarten, denn das allererste Traumportal, das wir jemals gesehen haben, als wir die Quest mal dafür angenommen haben, ja, habe ich offscreen mal erledigt, um das auszutesten. So, und hier fun ich habe auch schon erklärt, wie die Funktion, wie das so fu funktioniert. So. Hier sammeln wir auch die ganzen Sachen. Okay. Leider Gottes gibt es ja keine Karte. Wir müssen da schon selber durch. Wir können vorletzt auch die Gegner immer noch ignorieren, weil noch ist die Gefahrenstufe auf 1. Aber die kann sich noch erhöhen. Ei, vor allem in so einen Wald, wo es kompliziert läuft. Und da ist auch schon Sackgasse, verdammt. Ja, da habe ich jetzt etwas Zeit vergeudet. Wo es eigentlich kompliziert abgeht. Also kompliziert abläuft. Müssen wir durch. Ohne Karte. Ganz große Klasse. Ich habe mich hier schon in eine Sackgasse begeben. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige Weg wäre. Im Moment ist alles normal. Ja, im Moment. Okay, da ist. Da geht's weiter an der Stelle. So, eine Heilkugel gibt es auch noch. Diese Orbs können wir natürlich nutzen, um sie gegen was zu tauschen, wie zum Beispiel, dass wir die Gefahrenstufe zurücksetzen oder andere Sachen. So, wir schauen uns aber hier vorne noch um. Ah, ja! Gut, dass wir. Ah! Ich dachte, da brauchen wir den Zauber, da brauchen wir diese Kugeln, diese magischen, damit das funktioniert. Ich glaube fast, da müssten wir auch Gegner dafür besiegen. Ja, genau, man muss Gegner dafür besiegen. Das wusste ich jetzt nicht. So, verschwinde jetzt. Da kommen die nächsten Gegner alle. Wenn erstmal ein Kampf beginnt, da kommen die nächsten. So. Na gut, dann soll ich nur schnell die Gegner erledigen, bevor sie zu heftig werden. In Vasen findet man auch diese Sachen. So, noch 6 Kugeln fehlen, damit ich die Truhe öffnen kann. Ich glaube, die finde ich nur durch die anderen restlichen Gegner, die hier noch lauern. Oder durch weitere Vasen, die ich vielleicht übersehen habe. Ah! Das Gefahrenniveau erhöht sich bald. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. So, jetzt war. Du hast den Weg. Komm, Schwert. Ich glaube, das schaffe ich aber nicht mehr. Leute, ich glaube, das waren alle Gegner hier. Ach nein! Da ist noch einer. Und da drüben? Da ist auch noch einer, genau. Der Gegner unterwegs. So, die Gefahrenstufe erhöht sich gleich. Ja, jetzt ist das Gefahrenniveau höher. Stab des Wissens. Und mir fehlen immer noch 3 Kugeln. Ich glaube nicht, dass ich die restlichen 3 von dem Schleimi hier kriege. Nee. Wo, Moment. Was, noch mehr Gegner? Wo? Ach, da drüben. Okay, eine Kugel fehlt noch, aber wo ist die? Shit! Ich kann keine entdecken. Mir fehlt da noch ein Gegner oder eine Vase. Mindestens. Ah, shit. Ich fürchte, ich muss dann weitergehen, bevor jetzt das Gefahrenniveau sich zu weit erhöht. So dass ich dann nicht mehr das Traumportal bestehen kann. Hier gibt's nur Pilze, aber kein verdammter Krug, in dem sich eine weitere Kugel befindet. Alter, wie bescheuert ist das denn? Wo sollen wir denn noch danach suchen gehen? Oder habe ich tatsächlich irgendwo einen Gegner übersehen? Schade, dass wir nicht noch schneller laufen können. Das könnten wir echt gebrauchen. Damit sind wir nur langsam unterwegs, ne? Was für ein Bullshit.
Ja, gut. Ich glaube, ich lasse es lieber. Geh mal weiter, ne? Hoffentlich geht er den richtigen Weg. Oder vielleicht respawnt ein Gegner. Bitte sag mir, dass ich den... Ja, ich gehe den richtigen Weg. Immerhin. Ja, dann... Oder Moment. Ach nein. Schade, ich dachte, da könnte ich auch noch was finden. Ach, wie blöd ist das denn? Die nächste Ebene. Gehen wir weiter. Wirklich blöd, dass wir jetzt nicht mehr zurück können, aber was soll's. Oder können wir überhaupt zurück? Das ist ja die Frage, die sich mir stellt. Monsteralarm? Oh, das heißt, dass hier der Boss ist. Wenn wir den besiegen, haben wir das Traumportal bestanden. Ich meine, wir sind jetzt aktuell auf einem ziemlich hohen Levelniveau. Da dürfte es noch kein Problem geben. Noch sind sie sehr underlevelt, die Gegner, im Vergleich zu uns. Die haben keine Chance. Selbst wenn sich noch die Gefahrenstufen um 2 Stufen erhöht. Und die Gegner trotzdem wirklich nur kaum den Hauch einer Chance gegen uns. Sind die nächsten? Wollte schon sagen. Die Vieh braucht er immer so lange, bis dass sie, ja, stirbt. Come on. Der Kreuzschlag. Soll es regeln. Okay, das war's also. Gut. Da ist Endstation, aber... Ja. Jetzt ist die Gefahrenstufe bereits auf 3 erhöht worden. Jetzt kommen die Gegner langsam von unserem Niveau. Aber nur langsam. Mann, wie sich die Gegner so verteilen, ey. Da glaubt man, man wäre schon fertig, aber die kommen erst noch. Steht der Monsteralarm aber wo? Wo ist der Boss hier? Hey, du Arsch. Na, warte. Level Up für Roland. Nice. So gefällt mir das. So, aber mir fehlt immer noch der Boss hier. Wo steckt der bloß? Ich weiß noch nicht, wie weit das noch mit der Gefahrenstufe gehen wird. Aber bestimmt hoch genug, dass wir wirklich dann extrem vorsichtig sein müssen. Den letzten Boss habe ich in Gefahrenstufe 2 besiegt. So, aber ich kann ja sonst nichts entdecken. Aber das war es bestimmt noch nicht. Gehen wir zur nächsten Ebene. Vielleicht heißt Monsteralarm nur, dass jetzt die Gegner einfach stärker werden. Oder zumindest auf unser Niveau kommen. Sichere Ebene. Oh. Okay, da bleibt auch die Zeit stehen. Das heißt also, da ist die Ruhe vor dem Sturm, möchte man behaupten. Ah, Wecker. Sehr schön. Die brauche ich auch. Und tatsächlich, da ist auch eine Statue, wo wir die Sicherheitsstufe zurücksetzen könnten. Also das Gefahrenniveau zurückstellen könnten, aber ich glaube, das habe ich jetzt nicht unbedingt nötig. So, kann ich wenigstens die Truhe öffnen? Was haben wir da? Ja. Natürlich will ich die Traumkugeln nutzen hier. Kämpferring. Okay. So. Da kann man so viel Zeit verbringen, wie man will, in dieser sicheren Ebene. Oder Monsterland bedeutet, dass da mehr Monster sind. Kann auch möglich sein, dass das damit gemeint ist, aber ich bin... ich bin mir halt nicht 100% sicher. Sei es drum. Wollen wir jetzt kein Ratespielchen draus machen? Gehen wir jetzt einfach zum Boss.
Der müsste jetzt hinter den nächsten sein. Nein, ich lasse es lieber. Der Boss soll jetzt, der Boss soll für mich eine halbwegs eine Herausforderung darstellen. Weil dann dadurch bekomme ich auch mehr EP. Narrenraum, Ebene 4. Im Moment ist alles normal. Okay, das heißt, es gibt hier keinen Boss immer noch. Sind wir also immer noch nicht angelangt? Wo müssen wir da jetzt bitte lang? Da nach oben oder was? Oder müssen wir da hoch? Ich sehe sonst keinen weiteren Weg. Aber wir müssen hochklettern. So sieht's wohl aus. So, da unten war jetzt eigentlich nichts, wie ich feststellen darf. Gut. Okay, ein hübsches Band. Gut. Da ist schon das Tor zur nächsten Ebene. Oh, eine seltene Waffe. Oder Ausrüstung. Ein Großbogen. Huh. Oh, das Gefahrenniveau hat sich jetzt auf 4 erhöht. Na, ich hoffe, dass ich das nicht bereuen werde. Denn jetzt geht's richtig los. Aber bislang keine Spur vom Boss. Wie viele Ebenen gibt's da eigentlich? Weil ich habe schon, glaube ich, nach der zweiten Ebene... Also, oder, ja... Ich glaube, in der zweiten Ebene beim ersten Traumportal bereits dem Boss gegenübergestanden. Okay. Töpfchen Wärmebalsam. Halt eine Medizin. Oder ein Rezept für eine Medizin. Für was auch immer, das wir verwenden können. Nächste Ebene. Schauen wir mal, ob jetzt mal der Boss kommt. Oh oh. Jetzt kommen wir schon auf ein Levelniveau, das wirklich hohoho, nicht schlecht ist. Sind schon auch Level 40. Oh, ein flimmender Zweiteiler. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht zu lange geht, weil ich will mich noch anderen Nebenquests widmen. Oder den weiteren Talenten. Gut, jetzt beeile ich mich aber ein bisschen. Weil ich merke schon, das Gefahrenniveau wird dann schon bald für mich zu hoch. Ich habe das jetzt doch ein bisschen unterschätzt. Wenn ich das so bei den Gegnern feststellen darf. Oh, aber wenn man alle zusammen angreifen, dann ja, sind sie schon nach wenigen Treffern tot. Dann sind ja auch nach wie vor kein wirkliches Problem für uns. So. Also langsam, aber sicher müsste mal der Boss hier auftauchen. Langsam mal Zeit hier, ne? Ist der Sackgasse? Ja, da ist Sackgasse. Da ist nichts. Das sind einfach nur hübsche Blumen hier. Hier müssen wir wieder hochklettern. Oder? So, von hier kamen wir. Was ist eigentlich da genau? Ah, ein Schatz. Ja, den lasse ich mir jetzt aber nicht entgehen. Oh je. Gefahrenniveau 5 haben wir bald erreicht. Oh, mittelmäßiges Holz. So, wo war er denn? Da. Da müssen wir lang. So, und hinfort mit dir. Ich glaube, unsere Waffen sind da schon so extremst OP. Oh, tatsächlich. Warte! Die haben schon über Level 50, die Gegner?
Ah, shit. Jetzt wird's aber heftig. Brustmahlzeit. Ich glaube, ich muss bei der nächsten Statue, die ich finde, unbedingt das, das Gefahrenniveau wieder runtersetzen. Wirklich unbedingt. Dafür habe ich jetzt genug Kugeln. So, wie geht's jetzt hier weiter? Hier ist eine Sackgasse. Und da ist auch eine Sackgasse. Was nur für die Gegner hier? Das ist jetzt gerade blöd. Okay, wir müssen den Baum hoch. Ich hoffe, wir kommen da langsam mal zum Ende hin. Weil das wird schon zu viel. So. Mann. Sonst kriege ich schon ein bisschen Schiss hier. Deswegen ist auch Level 60 empfohlen gewesen. Alleine wegen diesem Level-Niveau, das dann jetzt auf uns, was uns jetzt erwarten wird hier. Oh, der braucht schon deutlich mehr Treffer hier. Und hat ganz schön viel Schaden gemacht. Da. Na, wo fliegst du hin, Freundchen? So, ihm wollte ich jetzt eine Heilung geben, aber... Na gut. Ein paar Gegner und dann dürfte er hoffentlich ein Level aufsteigen. Ah, shit. Das Gefahrenniveau wird sich bald wieder erhöhen. Und ich sehe, ich habe wieder Gegner gesehen. Im Moment ist ja alles normal, ja. Sieht aber für mich jetzt nicht so aus. Da drüben. So, runter mit dir. Okay, und tschüss. Alter, das Gefahrenniveau ist jetzt schon auf Level 6. Oh, eine Statue. Setz das Gefahrenniveau runter. Oh, gleich um 2 Stufen wird es runtergesetzt. Mach ich es nochmal. Nicht! Ah, ich dachte, es geht noch einem. Es geht das nur ein einziges Mal. Na ja, gut, das reicht auch. Haha, und da ist das nächste Portal. Sehr schön. Ah, shit. Da hat er mich noch getroffen, aber gut, ich habe wenigstens das Heilung bekommen. So, langsam ist sicher jetzt Zeit, dass wir hier zum Boss kommen. Weil selbst jetzt auf diesem aktuellen Gefahrenniveau wird er abgehen wie ein Zäpfchen. Vermute ich mal. Oh! Das heißt nichts Gutes. Okay, das heißt, der Boss kommt jetzt dran. Ach, da ist noch eine Statue. Aber zuerst mal hier. Bei 3 Traumkugeln für eine spezielle Statue offen. Oh, eine Meuchelklinge. So, und jetzt hier. Zehn gleich verlangt sie dafür. So. Damit ist auf Stufe 3 runtergegangen. Das wird wohl hoffentlich reichen gegen den Boss, der jetzt kommen wird. Wo auch immer der jetzt stecken mag. Aber soll er nur kommen? Wir sind bereit, gegen ihn anzutreten und ich bin froh, dass die Heilung kommt. Ja, da ist der Boss. Gut. Level 40. Der Kristallit, der hat auch so eine gemeine Supertechnik drauf. So schnell.
So. Am besten hebe ich mir noch meine Spezialtechnik auf, bis dass er... nice. Gib her. Ich glaube, das gebe ich am besten ihm. Hier. Gib mir die Spezialkugel, damit wir abgehen können mit Magie und anderen krassen Attacken. Und das wär's. Da geht er down, da geht er down. Das war die letzte Ebene. Wir haben es geschafft. Schade, dass er kein weiteres Level Up erreicht hat. Aber wir halten das zweite Traumfragment. Yay! Ja, das wäre geschafft. Gut, wir können uns hier vorne noch ein bisschen umgucken. Wir haben noch die Freiheit dazu, vielleicht noch eine weitere Kugel, nach weiteren Kugeln ausschalten, aber eigentlich könnten wir jetzt, wenn wir durch dieses Tor gehen, auch wieder das Traumportal endgültig verlassen. Vorher nehmen wir noch die Schatztruhe mit. Ah, Gegengifte. Dass ich das auch noch gratis bekomme, die das vorher gewusst, hätte ich jetzt nicht extra Geld dafür ausgegeben für deine Nebenquest. So, dann nichts wie raus. Das Traumportal haben wir durch. Hat aber länger gedauert als gedacht. Na gut, erstmals wollen wir, wenn wir schon dabei sind, Bericht erstatten für den Pilzliebhaber. Weil wir haben in Narrenwald eine andere Nebenquest für ihn erfüllt. So, da ist er. Nee. Wir haben das böse Pilzmonster besiegt, das die essbaren Pilze mit den seinen Spuren vergiftet hat. Was wirklich? Vielen Dank, endlich kann ich wieder ein guter Pilz essen. Danke, hier, das ist für dich ein Dankeschön. Geil, Ring der Stärke. So, und jetzt, ich würde vorschlagen, da wir jetzt keine Zeit für ein weiteres Traumportal haben, machen wir jetzt endlich mal, so, wo ist es denn? Machen wir jetzt endlich auf, diese Hexe zu jagen. So. Ich unterwerfe jetzt meinen Reisepunkt nach draußen. Kap von Böland. So, so kann ich schneller zum Luftschiff. Und mich schneller auf und davon machen. So, Zeit den Turmus wieder zu aktivieren. Alter, aber das ist geil, hier so zu reisen. Ich meine, auf dem Boot war auch ganz lustig an sich, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wie wir jetzt gerade reisen. Also zu der Art, wie wir jetzt gerade reisen. So, hier war irgendwo die Hexe. Steckt sie hier? Nee. Da muss sie stecken. Ist da irgendwo ein Eingang? Eine Stelle? Ja, tatsächlich. Da ist ein Höhleneingang. Die Berggrotte. Dann ist also hier irgendwo die Hexe. Gut, hier sind wir also richtig. Dann nehmen wir uns jetzt diese Hexe vor und holen ihm seine Stimme zurück. Dann können wir ihn endlich für unsere Bühne anwerben. Die haben wir schon extra für ihn errichtet. So, wie ist das Levelniveau hier eigentlich? Oh. Schwach. Brauche ich mich gar nicht erst drum kümmern. Da gucke ich mich lieber jetzt hier in aller Ruhe um. Ich meine, klar, durch die Monster könnte ich vielleicht auch ein Item kriegen, aber das lassen wir mal sein. Was zum... Ach so. Das ist so einer. So, ist da ein Schatz? Nö. Das ist so ein Oinkong wieder. Na gut, das ist eine Abzeugung hier, da kann man sich mal... Da ist sogar ein Geist, mit dem man sprechen kann. Also Oinka heißt der, ne? Ja, ich verwechsel den Namen immer so oft. Das dürfte mir nicht übel nehmen. Es ist halt schwer. Das ist für mich... Also das ist... Das fällt mir halt ein bisschen schwer, das zu unterscheiden. So. Perlite. Und jetzt du. So. Pandemos, mit deinen Augen vor 2000 Jahren war das. Er war so unvorstellbar von so unvorstellbarer Größe, dass
ganze Paltera in seinen Schatten in Dunkelheit gehüllt wurde. Und ich hoffe, Lady, ihr versagt der Talisman 2 und das, was danach geschah, habe ich keine Erinnerung. Okay, da gibt einfach nur genaue Informationen. Schade eigentlich, weil... Naja, ist vielleicht auch ganz, ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt, wenn er da so Informationen gibt. Ich wünsche mir nur, er könnte auch etwas mehr machen, weil schließlich muss ich dafür eine Forschung, also schließlich muss ich dafür das Königreich weiter ausbauen, damit ich den Zauber erforschen konnte, um mit Geistern sprechen zu können. Da muss ich schon etwas Aufwand betreiben, so wie auch zum Beispiel für den Zauber, wo ich Schlösser öffnen kann. Damit es mir möglich ist, auch die verschlossenen Thronen alle zu öffnen. Kaum zu fassen, dass das Level-Niveau noch immer so schwach ist, weil man kommt ja erst jetzt zu, dazu, in diese Berggrotte reinzukommen, um sie zu erforschen und um gleichzeitig eine Nebenquest zu erfüllen hier. Nanu? Da geht's weiter, ne? Da ist ein weiterer... Das ist ein weiterer Gang. Frag mich, wo der hinführt. Also was mich sonst noch außerhalb der Hexe erwarten würde. Vielleicht auch ein weiteres besessenes Monster? Kann gut sein. Also ich bin immer dafür, mich mit weiteren besessenen Monstern jetzt zu messen. Und es ist tatsächlich ein besessenes Monster. Es ist sogar eine Fee. Ja. Level 34, das geht doch. Das geht doch mehr als klar. Gut, dann komm mal her. Das findet sie sogar noch lustig. Wer seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich gerade mit meinem Geliebten beschäftigt bin? Welchen Geliebten? Bist du die Hexe, die Barbaras Stimme gestohlen hat? Oh, was für eine Stimme, ey. Das kann man wohl so nennen. Yesi ist eine wunderschöne, liebliche, unvergleichliche Stimme. Sie geht jetzt mir ganz allein. Wegen dir muss Musik aufgeben, obwohl er sie so geliebt hat. Gib die Stimme auf der Stelle zurück. Wenn du ihn wirklich liebst, dann gib ihm seine Stimme zurück, damit er wieder ein normales Leben führen kann. Was für Narren ihr seid. Ich habe ihm die Stimme gestohlen, um sie für mich allein zu besitzen. Welchen Grund hätte ich, sie ihm zurückzugeben? Du Hinterlicke. Diese Stimme ist mein Ein und Alles. Wenn ihr sie zurückhaben wollt, müsst ihr mir schon einen tollen Preis zahlen. Wie wäre es mit euren Leben? Klingt noch an keinen fairen Tausch. Dann habt ihr wohl keine andere Wahl, mich herauszufordern. Seine Stimme ist mein Leben. Wenn ich nicht mehr bin, wird seine Stimme frei sein. Doch, das lasse ich natürlich nicht zu. Stattdessen werde ich eure Stimme meiner Sammlung hinzufügen. Ja. Versuch's ruhig. Mit deinem Levelniveau hast du echt keine Chance gegen uns. Aber gut, sie hat viele HP, das muss man ja lassen. Aber nicht genug. Au! Boah, der Critical Hit hat gesessen. Ich muss aufpassen, ey. Wollte jetzt dringend Heilung. Gut, abgewehrt. Gut, sie ist vergiftet, sehr schön. Und das wär's. Ja, dass sich sein Level-Up verdient. Genauso wie... Ja, Soran hat tatsächlich auch noch Heilmittel. Nice. Dass sich auch noch ein Level-Up errechnet. Es findet mein Leben und seine Stimme. Alles verlässt mich. Ich sehe ein Licht, die Dunkelheit verschwindet. Jetzt wär doch nicht so melodramatisch, bitte. Barbaras, lass mich deine Stimme noch einmal hören. Meinst du, es hört Barbaras vielleicht wirklich? Evan, gehen wir zu Barbaras, um zu sehen, ob seine Stimme wirklich wieder hat. Ja. Möglicherweise hat sie sich wirklich in ihn verknallt. Und zumindest wirklich seine Stimme bewundert.
Ich meine, wenn er so ein guter Bade ist, dann würde mich das nicht wundern. Dass selbst solche Monster wie diese, dass selbst Monster sogar auf seine Stimme stehen abfahren würden. So. Ah, da ist er auch schon! König Evan, Cecilios, vielen Dank für eure Hilfe. Endlich habe ich meine Stimme wieder. Wie schön, Barbois, wir freuen uns für dich. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich dachte, ich würde nie wieder singen können. Ich will nicht unhöflich sein, aber was war eigentlich zwischen euch und dieser Hexe vorgefallen, wenn ich fragen darf? Ich bin vor langer Zeit in dieser Grotte begegnet. Sie schien meinen Gesang zu genießen. Und auch wenn ich wusste, dass sie ein Monster war, wollte ich sie ein wenig meine Stimme erheitern. Natürlich konnte ich nicht für immer bleiben, also wollte ich mich einige Zeit später wieder auf den Weg zurückmachen. Doch als sie bemerkte, dass ich gehen wollte, verfiel sie in Rage ohne Gleichen. Sie sagte, wenn ich sie verließe, würde sie mich töten und dass ich für immer für sie singen sollte. Ich wurde panisch und rannte aus der Grotte. Als ich draußen war, bemerkte ich, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Sie hat mir meine Stimme gestohlen. Das Letzte, was ich hörte, war ihre weinende Stimme. Sie sagte, ich sollte nie wiederkommen. Ich frage mich bis heute, warum sie mich nicht getötet hat. Jedenfalls war ich so verzweifelt über den Verlust meiner Stimme, dass ich mich nicht mehr unter Leute getraut habe. Wer braucht denn einen Sänger, der nicht singen kann? Das muss furchtbar gewesen sein. Deswegen seid ihr also so plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, doch, als ihr kamt und dieses Land verändert habt, habe ich wieder einen neuen Mut gefasst und mich nach draußen getraut. Ich danke euch von ganzem Herzen. Wenn es irgendwas gibt, das ich für euch tun kann, sagt es mir bitte. Es würde mich sehr freuen, wenn du nach Minneapolis ziehen würdest. Das ist das neue Königreich, das ihr gegründet habt. Das Angebot nehme ich mit Freude an. Danke, Evan. Ich werde Minneapolis mit Musik erfüllen. Ich will so viel singen, wie ich noch nie in meinem Leben. Ich freue mich schon sehr darauf, Barbois. Nice. Und Partytour Nummer 1 haben wir jetzt. Sehr schön. Ja, dann setzen wir ihn auch noch nach Minneapolis, wenn wir schon dabei sind. Jetzt, wo wir ein weiteres Talent haben und ich muss auch gucken, ob jetzt schon, ja, alles voll. Die Kasse und das Materiallager. Alles voll hier. So. Da haben wir ihn auch schon. Gute Barbois. So. Sonst, gibt es kein Talent, das aufsteigen möchte? Ich glaube nicht. So. Ah ja, wir haben wieder abgeschlossene Forschungen. War von dem Potenzial. Ha, alles schon auf B-Rang, ey. Wir sind da schon wirklich gut vorangekommen. Ich frage mich, wie weit wir unser Königreich noch ausbauen könnten. Gut, aber das Geld haben wir jetzt dafür wahrscheinlich noch gar nicht. Und ja. Selbstmedikation 2. Ja, wir haben das schon alles erforscht. Mehr geht nicht. Tja, die könnte ich dann woanders unterbringen, wenn das schon fertig ist hier. Effizientes Handwerken tun wir noch dazu. Was? Aber ich habe doch Meister für geschickte Hände. Ah, da muss Susi noch, ja, da muss Susi noch an Erfahrung gewinnen. Geht also jetzt nicht weiter. Dann lasse ich sie mal hier. Wie sieht sie aus? Ah, hier kann ich. Qualitätswaffen 2 kann ich erforschen. Oh ja, das Dimensionslabor. Traumwandler. Das Gefahren im Traum steigt langsamer. Sehr schön. Und ja, ich kann es nochmal weiter... ja, okay, aber ich brauche noch weitere Talente. Gut, dann... Was gibt's denn noch? Da war noch eine andere Sache, die ich erforschen wollte. In der Pfadfinderhütte. Ja, da! Sehr schön! Das ist fertig erforscht. Oh, Miss Gnavi. Haben wir jetzt. Ja, da sind wir auch schon fertig und erweitern können wir auch nichts. Ja, die werden wir dann woanders unterbringen müssen wieder. So. Wo ist denn die Bühne? Die habe ich doch hier aufgestellt. Hä, wo ist denn die Bühne hin? Ach nein, hier oben ist sie. Die könnte ich sogar noch erweitern. Ja, tue ich das mal, nutze ich das Geld. So. Dass der Einfluss hier deutlich zunimmt.
So, bitte sehr. Gut, da ist er untergebracht. Damit wird hier für Unterhaltung gesorgt. So, gut, ab dem nächsten Part, Leute. Ja, es gibt noch eine letzte Einrichtung, da müssen wir aber erstmal seine Quest dafür bestehen, aber ansonsten sind wir jetzt schon mal untergebracht. Gut, ab dem nächsten Part machen wir weiter mit unserer Talentsuche. Und ja, wie immer gilt, wenn es gefallen wusste, diese Bestimmung ist als Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush World Wicked hinein. Bis nächsten Part von Let's Play. Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!